Hallöchen. So, normalerweise sollte das Video zuerst kommen. Ich habe mich aber umentschieden. Ich mache es nochmal neu. Ich habe mir dieses Ding gekauft. Manche kennen das Ding wahrscheinlich schon. Das ist ein ja, USB 3 oder was auch immer, USB-Meter. Leider nicht die Version, die ich hätte gerne gewollt. Komme ich nachher mal zu. Und warum habe ich es gekauft? Naja, um sowas hier richtig auszumessen. Die Dinger sind relativ präzise. Was habe ich gelesen? Um die 2% Abweichung im Höchstfall. Ich habe auch schon mal den Strom gemessen, was das Ding direkt nimmt. Mit Display an sind es so um die 15 Milliampere. Im Höchstfall, wenn das Display aus ist, weiß ich es jetzt nicht. Ich kann es mal testen nachher gleich. Ja, das habe ich halt geholt. Ich habe auch schon was gemacht. Deswegen mache ich das Video neu, weil das hat ziemlich lange gedauert. Und ich mache mal Strom an. Da habe ich jetzt ein externes Netzteil. Und jetzt können wir da schon was lesen. 5,17 Volt, das ist das, was aus dem Stecker hier kommt. 0 Ampere. Und jetzt sehen wir unten schon, ich gehe versuche mal dichter zu zeigen. 1500 Milliampere Stunden und 7561 Milliwattstunden, also 7,561 Wattstunden. Wo habe ich die jetzt her? Ja, komme ich auch nachher gleich zu. So, er begrüßt uns erstmal so, zeigt auch die Werte an, er speichert sie, das ist das Gute, deswegen wollte ich es haben, auch wenn die Spannung weg ist. Wenn ich jetzt auf Next drücke, dann geht er mit den Datenpins und guckt, ob das ein schnellladefähiges Netzteil ist oder Powerbank oder was auch immer. Nummer 2 oder Nummer 3 ist dann hier nochmal in groß und zeigt auch nochmal die Zeit an. Das setzt sich aber allerdings wieder zurück, wenn der Strom weg ist. Das hier, da bin ich noch nicht schlau draus geworden. Das habe ich auch in der Bedienungsanleitung nicht rausgefunden, was er da genau möchte. Das R 0,0 oben hier unten habe ich auch irgendwie nicht verändert gekriegt, egal was ich da versucht habe. Manchmal ist es ja selbsterklärend. Dann habe ich hier eine ja, Graphanzeige für Spannung, eine für Strom und dann hier ein bisschen Setup. Und da mache ich jetzt mal eine Minute. Muss ich hier länger drauf drücken. Ich kann das alles ändern. Ja, speichere das. Und dann komme ich wieder zum Startbildschirm. So, ich will jetzt aber auch eine andere Gruppe haben. Sonst mache ich mir die Messdaten hier weg. Da, Gruppe 3. So, das Resetten hier unten geht über den Help-Button. Es gibt noch andere Sachen, die ich machen kann. Einmal kann ich mir das Ding so rumdrehen. Ich kann auch hier einmal länger drücken. Long Press, Rotate, Screen Left. Ach, jetzt muss ich das andersrum rechnen. Dann kann ich mir das Ding auch so rumdrehen. Ich kann das Display einmal komplett rotieren lassen. Also jetzt einmal da drücken. Und jetzt einmal da drücken. Dann ist es wieder so. Also, das ist schon nicht schlecht, das Teil. So, wo, was ich noch habe, ist eine Sache, die ich testen wollte. Dazu brauche ich einmal einen kleinen Adapter hier. Plus und Minus. Spannung auf 5,3 Volt. Und dann bepower ich das Ding mal. Und jetzt nimmt er 15 Milliampere. Jetzt warte ich mal eine Minute ab, bis das Display ausgeht. Das Ding ist aber immer noch on. Nur das Display ist dunkel. Jetzt ist das Display aus.
Es nimmt aber jetzt noch so etwa 9 bis 10 Watt, also sagt mir hier bei 5,3 Volt 0,04 Watt circa. Also 10 mA schluckt das Ding so weg aus dem Akku, nur für den Betrieb hier. Das fließt nicht in eine Messung ein, deswegen ist es auch relativ genau, nicht hundertprozentig. Ich habe das auch ausprobiert, externe Spannungsversorgung hier nochmal ran. Dann teilt er den Strom aber auf. Dann nimmt er Strom hier raus und Strom da raus. Und das passt auch nicht so ganz. So, jetzt mache ich das wieder an. Ja, das ist das. Dann eine Sache noch. Dieses Modul gibt es in zwei Versionen. Einmal, das nennt sich UM24. Und das gibt es in zwei Versionen. Und zwar in UM24 und UM24C. Da fühle ich mich ein bisschen betrogen, weil ich habe gedacht, ich habe die UM24C und C steht für Communication. Man sieht schon, da ist irgendwas. Ich schraube das mal auf. Können wir mal einen Blick hier drauf machen. Da haben wir schon mal einen Elko. Den werde ich, denke ich, nochmal, weiß ich nicht, tauschen. Was ist das für eine? 6,5 Volt, 680 μ. Was weiß ich. Naja, aber da fehlt eine Sache. Und zwar, man sieht schon hier RX, TX, Ground und VCC. Da könnte ich jetzt ein Serial-Dings ransetzen, um das Ding auszulesen. Da gibt es aber auch ein Bluetooth-Modul, dass er eigentlich drauf sitzen sollte. Das wird dazwischen geklemmt. Das wird, das wäre dann ein bisschen dicker, das Sandwich. Ich mache das auch gleich wieder zu hier. Messen tut er das Teil hier über einen 10 mΩ Widerstand. Und ein bisschen, so weiter nehme ich es jetzt nicht auseinander. Da fühle ich mich halt betrogen, weil bei Amazon, ich habe es bei Amazon gekauft, für ein bisschen mehr Geld, als ich es bei Ali kriegen könnte. Und es waren drei, standen zur Auswahl. Eins für 9 Euro und ein bisschen, eins für knapp 12 und eins für 13 Euro. Die Beschreibung war für alle drei identisch. Nur bei den Bildern war das ein bisschen unterschiedlich. Aber auch ziemlich versteckt. Das habe ich erst, nachdem ich hier das Ding in der Hand hatte und nachdem ich da ziemlich lange gesucht habe, habe ich es dann gesehen. In den Bildern ist nur auf einem einzigen Bild zu sehen, welches die UM24C-Version ist. Das Bild ist aber nicht als Startbild da, das ist irgendwo zwischendrin. Und da steht es dann drauf. Und das war die 11,99 Version. Ich habe hier die 12,99 Version. Und die 9,99 oder 9,89 oder sowas ist genau das hier. Da fühle ich mich um 3 Euro schieß mich tot betrogen. Das habe ich jetzt aber auch noch in die Rezension geschrieben und auch nochmal den Verkäufer geschrieben. Weil das ist eigentlich Betrug am Kunden, weil wer guckt sich die Bilder schon so exakt genau an und vergleicht sie auf jedes einzelne Wortlaut. Also Bilder nehme ich nicht für voll. Bilder sind für mich immer Beispielsachen und muss nicht unbedingt zu dem Produkt sein, was angeboten wird. Ich bin nach der Beschreibung gegangen, die war für alle drei gleich und habe dann gedacht, na für 12,99, da wird ja wohl das Bluetooth-Modul drauf sein. Ja, Pustekuchen. Ich bin ja nun nicht Stromi, wenn ich nicht Stromi wäre, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich da eben dieses Serial, ich habe so ein USB zu Serial, TTL, blablabla Gedöns, könnte ich da anschließen, habe dann auch meine Communication. Zwar doof, aber naja, was soll's, weil es gibt nämlich eine Android-App, die man hätte nutzen können, wenn es Bluetooth gewesen wäre. Das wäre nicht verkehrt. So, nun komme ich aber nochmal zu diesen Werten hier bei Group 2. Da muss ich da jetzt erstmal wieder hin. Ich kann hier
10 Geräte nacheinander testen, das speichert er ab. Das ist schon mal eins, da brauche ich nicht drüber reden. Das ist noch eins, das ist ein Watt hat er genommen beim Laden. Und das hier ist diese Powerbank, die ich ja schon mal gezeigt habe. Ich mache das mal ein bisschen größer. Die hat ja, falls die Kamera das jetzt einfängt, da 2600 mAh oder 9,62 Wattstunden. Diese 9,62 Wattstunden beziehen sich auf eine Spannung von 3,7 Volt und den 2600 mAh. Wir haben es eben gesehen, hat er nicht rausgekriegt. Ja, jetzt ist das Display wieder ausgegangen, das muss ich wieder an. Stell mal scharf. Er hat rausgekriegt 1500 mAh, also etwas mehr als die Hälfte. 7561 mW, also 7,561 Wattstunden. Wenn ich jetzt noch Wandlerverluste und so weiter dazu rechne, kommt das gut hin. Also die ist eigentlich okay. Ups, da würde ich so mal behaupten. Ich kann sie jetzt auch aufladen. Aufladen mit Micro-USB. Das kann ich auch über entweder hier drüber oder da drüber. Ich kann den jetzt auch direkt ins Netzteil stecken. Aber dann komme ich mit der Kamera nicht hin. Also mache ich jetzt erstmal so. Dann gehe ich jetzt mal auf Group 3. Ich zeige es euch nochmal. Und kann jetzt, wenn ich noch ein Kabel hätte, da habe ich noch eins. Oh, nimm mal das. Das ist ein ziemlich dünnes Kabel. Das ist es auch gar nicht. Das ist für meine eine Kamera. Ich habe doch hier noch ein Kabel gehabt. Da. Komm mal her. Also von den Micro-USB-Kabeln habe ich jetzt, ich weiß nicht wie viele schon. Der kann hier auch irgendwie die Ohmzahl vom Kabel messen. Aber ich weiß nicht, wie er das misst. Ob er die Ohmzahl von dem und dem zusammennimmt, weiß ich nicht. Jetzt stecke ich die mal rein. Die ist auch leer. Da, die blinkt. Dann stecke ich sie rein. Richtig rum natürlich. Jetzt fängt sie an zu laden mit... Ja, Monitor bleibt an. 5, und ein bisschen. Und dann zählt er halt auch hoch. Nimmt jetzt 2,5, 2,6 Watt. So, ich weiß nicht, ob das mit dem Kabel... Irgendwie habe ich schon mitgekriegt, die USB-Stecker, irgendwie die Verbindung, die sind auch nicht gerade so besonders. So, jetzt kann ich nochmal in das andere Bildschirm-Dings gehen. Jetzt sagt er immer noch, Mode QC2. Wenn ich jetzt mein Netzteil, was ich hier hatte, mit dem hier, dann... sagt er Mode unbekannt, also Mode unknown oder wie das heißt. So, da sehe ich dann nochmal die Zeit. Was das unten mit dem Rack bedeuten soll, weiß ich nicht. Und hier, jetzt habe ich da überall Kabel dran, ne? Da steht unten immer noch 0,000. Ich habe keine Anleitung gefunden, was das hier bedeutet. Ich kann hier auch umschalten. Ich kann das ja auch irgendwie umschalten. Wo war das? So rum. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ne, das war Hilfe. Da ist nochmal der Graph. Da ist nochmal. Das hätte ich alles schön auf dem PC haben können. Da ist jetzt das Setup. Er sagt jetzt hier, Kabel hat irgendwie 7,2 Ohm oder irgendwas. Ja, frage ich mich ehrlich gesagt, was das hier eigentlich soll, weil da habe ich keine Anleitung drüber gefunden. Jetzt blinkt hier gar nichts mehr. Ach, ich kann... Irgendwie kann man das auch resetten, mit länger drücken irgendwie. Ach, ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls... schade, dass es nicht diese Version ist.
ich habe das dem Hersteller geschrieben, dass ich das ein bisschen verarsche finde, dass das Modul da nicht drin ist, obwohl es das nach meinem Dafürhalten hätte drin sein müssen. Warum die Spannung hier so sinkt, ich weiß es nicht. Na, ist auch egal. Da fühle ich mich ein bisschen betrogen. Aber das Ding funktioniert, es tut das, was es soll. Ich lasse es jetzt hier laufen. Guck mal, wie viel Strom die nimmt. Die müsste ja dann, grob gesagt, 2800 oder was? Milliampere oder Wattstunden? Also, ne, beziehungsweise mit Wandlerverlusten etwas über 10 Wattstunden nehmen. Grob gesagt. Wenn sie, jetzt ist er aus, 9,62 Wattstunden hat, dann mit Wandlerverlusten rein müsste sie um die 10,5 Wattstunden zum Laden brauchen. Würde ich jetzt mal sagen. Es läuft auch noch weiter, also nur weil das Display ausgeht. Wie gesagt, mit Display an sind es 15 mA, ohne Display sind es 10 mA, die er selber aus dem Netzteil noch zieht. Dem brauche ich jetzt hier nicht rechnen, weil er die nicht mitmisst. Er misst jetzt, glaube ich, nur das, was wirklich die Powerbank zieht. Ich lasse das jetzt einfach mal so liegen und mache das Video fertig. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen darüber. Es wird noch mal ein Video geben, wenn ich weiß, was der Hersteller sagt. Und wenn ich hier versuche, einen Komport anzubasteln, sagen wir es mal so. Mehr wollte ich da eigentlich nicht mehr drüber machen. Nur eben, da kann man dann auch gucken mit Belastung. Ich habe das hier auch vorhin noch mal probiert mit der hier. Die soll 2 Ampere am Ausgang können, kann sie auch, sinkt aber die Spannung auf 4,6 Volt. Ich weiß nicht, ob das noch passt, müsste passen. Ich kann sie aber auch mit 2,5 Ampere belasten, da macht sie gar nichts, warum auch immer. Diese hier, die ist nicht so tolerant, die sagt 1 Ampere am Ausgang und bei 1,3 Ampere schaltet sie ab, weil die Spannung dann auch stark sinkt. Wie gesagt, dafür habe ich das Teil dann auch. Soll auch dafür sein, dass ich halt eben mal gucken kann. Weil ich habe hier laut der Powerbanks und weiß eigentlich nie so genau, was haben die noch. Entladen hatte ich sie vorhin mit dem Teil. Das wird aber noch ersetzt. Den Stecker brauche ich dann nachher für meine elektronische Last, die ich ja auch schon vorgestellt habe. Die mache ich dann nämlich dann die hier, um einen einstellbaren Widerstand zu haben. Von 0 bis 5 Ampere, je nachdem, was das Ding da hinten kann. Dann in dem Bereich, also bei 5 Volt, ja, 5 Ampere sind 25 Watt. Sollte hinhauen. Gut, aber bis hierhin war es das. Wir sehen uns dann halt mal wieder, vielleicht, so, ich habe ja noch ein Video hier nach gemacht, in dem Sinne, das ist ja jetzt schon online, dann werde ich auch noch mal die Werte von dem hier mit rausgehen, also von dem hier, gibt es ein Update-Video über beide, über das hier und das andere, was den AA-Akku entlädt. So, mehr wollte ich da gar nicht zu machen und ja, das habe ich mir jetzt geleistet, das ist leider ein bisschen Betrug, das andere tut auch, was es soll, also so ist es nicht, aber es ist halt ein bisschen teurer, weil es über Amazon ist und nicht direkt aus China mit zu Fußpost. Gut, das gibt es in China auch günstiger, aber wäre auch zu Fußpost, aber selbst in China, glaube ich, muss man aufpassen, was man bestellt, nachher kriegt man auch wieder nur diese Version und nicht die mit Bluetooth und ach, bei Amazon kann ich wenigstens gleich so den Verkäufer anschreiben und Amazon kümmert sich drum und eventuell kriege ich sogar noch mein Geld zurück. Ich weiß es nicht. Ich möchte gar nicht mein komplettes Geld zurück, vielleicht nur ein bisschen was erstattet kriegen oder sie sagen, ich soll zurückschicken und kriege das mit Bluetooth-Modul. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wer weiß.
mir reicht das auch so. Habe ich eigentlich noch was zum Basteln da für Comport, dass ich das am PC. Mit Handy wäre natürlich auch noch schön gewesen, aber naja, gut, das muss ich nicht unbedingt haben, aber am PC vielleicht, dass ich da noch ein paar größere Datenmengen hätte, denn als hier drauf. Das wäre schon schön gewesen. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.